So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe irgendwann mal ein Video gemacht, wo ich meinen Einkauf gezeigt habe und gesagt habe, dass ich jetzt schnell was testen will. Der Einkauf steht nämlich jetzt direkt hinter mir. Das waren hier nämlich die Biers, das waren die Four Bros Eistees, das war der Käsekuchen, die Kör. Wir möchten heute den hier testen, die Erdbeerbrause von Karls. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir nämlich bei Karls bestellt. Die Jewel hat mich da drauf gebracht, da es da nämlich Erdbeerbratwürste gibt. Wir haben in der ersten Bestellung keine Erdbeerbratwürste bekommen, weil die ausverkauft waren. Jetzt habe ich da diverses Popcorn bestellt, ich habe da diverse Limonaden bestellt, wir haben alles Mögliche bestellt, Marmelade, sonst was mit Rumgeschmack und hin und her. Und Pupsi hat sich extra zwei Flaschen Karls Erdbeerbrause dazu bestellt. Das andere war direkt Limo, da stande zum Beispiel Karls Erdbeer Wasser, obwohl das Wasser auch Kohlensäure hatte, also im Endeffekt war es wie eine Erdbeerbrause. Obwohl ich sagen muss, das hat alles relativ wenig Geschmack gehabt, war gar nicht so heftig. Auch die Erdbeer-Cola von Karls kam nicht gut weg bei dem Test, fand ich alles nicht so prickelnd, ne? Pupsi hat zwei Flaschen gehabt, eine hat sich schon getrunken, hat mich kurz probieren lassen, eigentlich weiß ich schon, wie es schmeckt, aber fand, dass das voll in Ordnung geht. Karls Erdbeerbrause, das beste Getränk auf der Karls-Seite, wenn ihr bei Karls bestellt, gönnt euch ruhig mal eine mit verbesserter Rezeptur, ne? Diesmal sogar mit Geschmack, würde das für mich heißen. Wir haben jetzt unser Immovable Object hier, wo man eigentlich so, hey, yo Leute, was geht? Ich mache jetzt die Flasche auf, Bro. Na, das ist ein bisschen dumm. Also, das ist eigentlich ein Korkenzieher und gleichzeitig ist es auch ein Milzschneider und gleichzeitig ist es auch ein Leberdrangiergerät plus ein Dings, Flaschenöffner, genau. So, der Adi guckt, der Adi schnüffelt. Adi, was sagst du? Ja? Nein? Adi mag es jetzt nicht so. Wir werden das jetzt mal probieren. Wir werden direkt aus der Flasche trinken, weil das ist ja richtig männlich. Da pusten wir mal kurz. Prost. Einmal Karls Erdbeerbrause. Schön gekühlt, gut temperiert aus dem Kühlschrank heraus. Erdbeerbrause, natürliches Mineralwasser, Invertzuckersirup, Kohlensäure 3%, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Karottensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Konzentrat natürlich nicht, ungeöffnet, haltbar bis 27.10.2021. Ich kann nichts darüber sagen, großartig, außer, dass mir die schmeckt. Manche werden sagen, ja, das ist ein bisschen süß, andere sagen, ah, da ist ein bisschen wenig Geschmack, also irgendwie gehen die Meinungen in beide Richtungen, aber bei allen Karls-Getränken, die ich hatte, muss ich sagen, ist das Beste. Solange man nicht 500 Dosenbier hat, denn das gibt's ja auch noch. Und wie immer bei Ramses Kitchen, wenn wir Getränke testen, muss ich mir am Ende immer eine Dose 500 Dosenbier reinziehen. Das Gute ist, das ist rot, das ist auch rot, das ist der kleine Bruder davon. So können wir nicht mal Werbung machen und das an Karls schicken, weil wir ja Bier trinken. Auf euch, jetzt im neuen Design am Start. Prost, zack. Das ist doch schön. Das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich muss immer noch meine zwei komischen Brötchen essen, die hier rumliegen. Ich muss immer noch NHR Battle streamen, dann Bisaflow Mega Raid streamen, dann nochmal NHR Battle streamen. Aber ihr seid wahrscheinlich eh dabei, wer das sieht. Grüße gehen raus und habt ihr schon mal bei Karls bestellt, jetzt aber ernsthaft. Ich glaube, ich habe die anderen Videos noch gar nicht online. Ich muss das mit dem das Popcorn noch testen und hochladen. Ich muss das Unboxing erstmal hochladen, wie ich das riesen Strohpaket ausgepackt habe. Die Bratwürste, die ich extra danach nochmal bestellt habe, die habe ich, glaube ich, schon hochgeladen, was total unsinnig ist, weil das erst nach dem riesen Paket kam. Egal, Reihenfolge, achtet eh keiner drauf, ist keinem aufgefallen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und Prost auf euch.
Badlands Chucks. Und dass man hier nicht mehr rülpsen kann, weil da so viel Schaum ist, dass einfach nur der ganze Schaum wieder rauskommt, wenn man rülpsen will. Egal. 500 Dosen Bier, beste.